Hey Freunde, wie wir wissen, sind Kinder wirklich wundervoll, doch sie können auch wirklich grausam sein. Jeder, der in der Schule war, weiß, dass sich dort Gruppen bilden und dass einige wenige Schüler ausgeschlossen werden. Das Ärgern bzw. Necken gehört irgendwie zur Schule dazu. Doch wie wir alle wissen, sollte das eigentlich nicht sein. Manchmal fängt so etwas harmlos an und wird dann immer heftiger. Für Björne begann alles, als er die Schule wechselte. Er wollte einfach nur bessere Noten und seine Eltern dachten, dass er auf einer anderen Schule besser aufgehoben wäre. Er fühlte sich eigentlich wie ein ganz normales Kind, doch als er in die Klasse kam, musste er irgendwie einsehen, dass er anders war. Mehr dazu gleich. Am ersten Tag, als Björne in die neue Schule kam, wurde er der Klasse vorgestellt. Er trat vor die neue Klasse und alle brachen plötzlich in Gelächter aus. Björne ahnte bereits, dass es eventuell wegen seinen besonders großen Schneidezähnen war. Doch eigentlich hatten ihn doch alle immer so respektiert. Ihm war das Ganze total peinlich und er versank förmlich im Boden. Da fing das ganze Schlamassel erst an. Jeden Tag, als Björne in die Schule kam, kamen die Kinder zu ihm. Sie nannten ihn Hasenzahn und lachten heftig über ihn. Vor allem einer der Jungs hatte es besonders auf ihn abgesehen. Dieser eine Schüler hatte es sich zur speziellen Aufgabe gemacht, Björne zu ärgern. Er wartete jeden Tag in der Pause auf ihn und lief ihm dann hinterher. Er wiederholte ständig das Wort Hasenzahn und terrorisierte den armen Jungen völlig. Nach einigen Wochen nannte ihn die gesamte Klasse Hasenkind, wegen seiner großen, herausstehenden zwei Schneidezähne. Die Lehrer und die Eltern waren ratlos und Björne wollte die Zähne unbedingt loswerden. Ein Eingriff kostete laut den Ärzten $12.000, was den Eltern einfach zu teuer war. Die Eltern beschlossen, ihn schließlich wieder von der Schule zu nehmen. Doch dann kamen die Lehrer auf eine blendende Idee. Die Lehrer legten zusammen und jeder zahlte aus seiner eigenen Tasche $1.000. So kamen insgesamt $14.000 zusammen. Nach der Operation änderte sich sein Leben sofort. Trotz der verbesserten Lebenssituation entschlossen sich die Eltern, den Jungen wieder von der Schule zu nehmen, um ihm nochmal einen neuen Start zu ermöglichen. Heute kann Björne das Leben führen, was wir uns alle wünschen und was er sich schon immer gewünscht hat. Liebe, Freundschaft, Respekt und Gleichheit sind alles Dinge, die wir alle schätzen und die wir auch anderen Menschen immer entgegenbringen sollten. So Freunde, das war's. Was ist dir besonders wichtig und was für Prinzipien hast du? Was sind die wichtigsten Eigenschaften, die Menschen brauchen? Schreib es in die Kommentare. Ansonsten Daumen nach oben, abonnieren und die Glocke aktivieren. Bis zum nächsten Mal.